Hey Leute, was geht? Ja, ich bin mit dem Franz. Unterwegs, fresh ein neues Video. Ja, ein Fake-Check. Sexparkplatz-Fake-Check. Wir sind an dem Rastplatz, an dem ich damals im Wald geraucht habe. Und gönnen uns ein neues Köpfchen. Guck mal nach links. Siehst du die zwei? Die gucken ganz, ganz genau zu uns. Ja? Full Deifel. Full Deifel. Wir haben gerade schon zwei nette Männer hinter uns stehen gehabt, die sich eben umarmt haben. Ja? Aber ein bisschen ganz schön eklig. Ja, war schon auffällig, ja. Und wir gucken jetzt mal, wie das für euch Teil 3. Ich bin extra nochmal hergefahren, wir bauen uns einen Kopf und ich würde sagen, wir checken mal eure Kommentare, die ihr abgegeben habt und wir testen, ob das wirklich ein Sexparkplatz ist oder nicht. Das heißt, ich werde auch gegebenenfalls einige der hier rumlaufenden Personen ansprechen. Aber erst ziehe ich mir ein anderes T-Shirt an, weil ich möchte mein Mikrofon anstecken und das geht mit dem Poloshirt besser. Und die Brille ist nicht schwul genug. Bis gleich. Bis gleich. Leute, willkommen zurück. Ich habe mir eine neue Brille aufgezogen, weil wenn man Leute anlabert, ja, mit einer anderen Gesinnung, muss man sich der Gesinnung anpassen. Das ist das Geburt zu jeder Höflichkeit. Und Franz, wir haben uns schon fertig den Kopf gebaut, ja. Ziehen uns jetzt um, also was heißt ziehen uns jetzt um? Ich habe mein Hemd an, ich habe ein Mikrofon versteckt, das seht ihr gar nicht, so klein ist das. Und gehen mal in den Wald rein und suchen mal nach potenziellen Sexpartnern für uns. Vor allem für dich. Würdest du sagen, dass wir beobachtet werden? Würdest du vom Gefühl her? Ich muss dazu sagen, er kennt meine ersten zwei Videos nicht, ja? Also er hat die ersten beiden Teile nicht gesehen. Nur vom Erzählen. Also ja, vom Erzählen so ein bisschen. Aber er sagt, er fühlt sich beobachtet, ganz klar. Von verschiedenen Leuten oder von einem? Nein, von mindestens vier. Zwei, die hier Spießruten laufen. Die laufen hier wirklich mustermäßig, laufen die hier Runden ab. Die sehen auch ein bisschen aus, als wenn die hier sich ganz spezifisch in bestimmten Blickwinkeln hier umsehen. Einer, der läuft hier die ganze Zeit im Kreis und guckt alle Leute an, der mustert die von unten bis oben, also ist schon, ja, ich fühle mich beobachtet, in der Tat. Also wie gesagt, wir qualmen jetzt mal ein bisschen, beobachten einfach mal so ein paar Minuten, was hier so abgeht, ja, ob die Leute weiter ihre Runden laufen. Und du wirst das merken, das war bei mir damals das Bild, dass halt wirklich permanent Leute an einem vorbeigekommen sind. Und das wild in den Wald und wir gehen auch nachher nochmal zur Anlage, aber ohne Pfeife. Man muss dazu sagen, Leute, ja, also Sexparkplätze. Ein Sexparkplatz heißt, dass in der Regel die Leute gegen 20 Uhr kommen, wenn die Sonne untergeht. Weil die wollen natürlich auch nicht gesehen werden, wie die auch Schwänze. Jetzt kommt er mit dem Fahrrad gefahren. Will er mich verarschen? Also ich glaube, der letzte jetzt, das war ein Pfandsammler. Der fährt mit dem Fahrrad wahrscheinlich vom letzten Dorf oder so zu den Rastplätzen, sammelt hier Dosen oder was auch immer ein. Ja. Aber das war halt nur einer jetzt. Hier sind noch immens viele andere. Wie viele Leute gerade im Wald reinlaufen? Ach du Scheiße, Alter. Ich sehe 9 Leute. 9. Was auch auffällt, dass die einen nicht ansprechen. Also ich habe in einem Forum mal gelesen über diesen Rastplatz und da wurde halt ganz klar gesagt, dass ein schwuler Regenmantel an die Ausfahrt gestellt. Dass du sofort den Typ siehst, wenn er reinfährt. Und hat etliche Leute mit Hai angesprochen, die hier rumgelaufen sind und keiner hat geantwortet. Die sind einfach blindlings an dem vorbeigelaufen. Aber ich werde ganz, ganz direkt die Leute ansprechen. Und wie gesagt, normalerweise, wenn Schwule in den Wald gehen zum Ficken, dann treffen die sich zu zweit, oder? Also es sind einige, die zu zweit laufen, aber auch sehr viele Einzelne. Und das sogar meiner Meinung nach vermehrt einzeln. Wie fühlst du dich gerade hier? Ländlich. Ländlich, entspannt. Aber der Typ, ihr habt ja eben gesehen, wie er vorbeigelaufen ist. Der ist immer noch keine 10 Meter von uns weg. Der dreht sich alle 2 Meter um und schaut hier, was wir hier machen. Ja. Gott, ein bisschen creepy ist das schon. Déjà-vu, meine Freunde, willkommen zurück. Ich sitze wieder hier. Es ist jetzt ca. 1,5 Monate her, dass ich das letzte Video gedreht habe. Viele dachten auch, das könnte Pokémon Go sein, aber Pokémon Go gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe, noch nicht für Handys zu kaufen. Und Pokémon Go ohne Handy macht auch hier auch keinen Spaß, ja? Also ich habe jetzt noch auch heute, trotz dass Pokémon Go mittlerweile released ist, nicht eine Person gesehen, die Handy benutzt. Außer ihn. Aber auch nicht für Pokémon Go. Ja.
Es war eben richtig viel los. Das Lustige ist auch, was mir letztes Mal nicht so aufgefallen ist, dass gerade Leute hinter uns stehen bleiben. Also schon etwas weiter in den Wald rein, dass man sie noch erahnen kann und einfach stehen. Ja, die machen halt nichts. Sehr, sehr cool. Ja, also ich fand es auf jeden Fall nice, dass ich so viele Kommentare da gelassen habe. Vor allem zu dem Thema Schwulenparkplatz und ja. Sex Sales, Freunde. Gerade Sonntag müsst ihr richtig was los sein und es ist extrem voll. Der Franz hat schon gesagt, hat ein bisschen so Malm davor, wenn ich die dann mal ansprechen sollte. Ja, er will auf jeden Fall auf Distanz bleiben, dass er dann im Notfall einspringen kann. Sollte es Probleme geben. Weil zwei Personen auf einer Stelle ist immer so eine Sache. Ah, guck mal. Du hast rumgedreht. Warum? Das ist wieder derselbe Typ. Ja, der läuft hier. Ja. Muster an. Also wirklich ein Typ ist hier dabei. Der ist wirklich besonders auffällig. Ich habe vorhin noch einen zweiten gesehen. Die sahen fast identisch aus, hatten aber verschiedenfarbene T-Shirts an. Die laufen hier. Also der jetzt, vielleicht war das Schichtwechsel oder so, was weiß ich. Das sieht hier wirklich nach irgendwie kontrolleurhaften Tätigkeiten aus, sage ich mal so. Ja. Er ist schon sehr auffällig und er läuft auch wirklich hier immer kurz bis vor diese Stelle, wo wir hier sitzen, dreht dann wieder um und taucht so in einer anderen aus einer anderen Himmelsrichtung wieder auf. Und das wirklich im Minutentakt. Wir müssen es nicht drauf anlegen, hier zu provozieren. Noch nicht. Aber der ist schon leicht schwul, gerade jetzt kommt. Oder? Ja. Geh mal drauf. Lass es dir schmecken. Aber es ist schon mal nicht so auffällig, wenn hier zwei sitzen, die Shisha rauchen. Aber beobachten sie wir genauso. Es waren auch so ein paar Kommentare dabei, die haben geschrieben quasi, von wegen, es wäre auffällig, wenn jemand im Wald sitzt und Shisha raucht. Haut mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Findet ihr das auffällig, wenn jemand im Wald Shisha raucht? Also, ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich habe schon in sehr, sehr vielen Spots geraucht und da war der Wald nicht gerade der krasseste und ich war nie so beobachtet wie hier. Da muss ich mir echt recht geben. Also so auffällig finde ich es auch nicht. Ich meine, kann da jeder sitzen, wo er will, letzten Endes, wenn es da keinen stört und ein bisschen Shisha rauchen, aber es ist echt krass, wie du hier beäugt wirst. Also nicht so nach dem Motto, wenn so Leute vorbeigehen und gucken so, warum sitzen die da und rauchen Shisha? Das ist wirklich mehr so, du fühlst dich hier auf eine sehr merkwürdige Art und Weise beobachtet. Fast schon ein bisschen so durch Blicke bedrängt. Das ist wirklich auffällig. Also so von meinem Bauchgefühl her würde ich auch einfach sagen, ich sag mal, wenn Leute wirklich hier so auf dem Sexparkplatz... Warte, Vorsicht. Ja. Würde ich schon sagen, dass, also wenn das wirklich hier so ein Sexparkplatz für Schwule sein soll, dann denke ich schon, dass die hier auch sehr distanziert und sehr vorsichtig vorgehen, weil letztendlich die, was weiß ich, was die da für Hintergründe haben oder warum die das machen, die wollen sich ja selber wahrscheinlich auch noch schützen, manche haben wahrscheinlich auch einen Ruf zu wahren und man merkt schon, die gehen hier alle miteinander sehr distanziert um, aber so vom Bauchgefühl her, wenn das wirklich so hier als Sexparkplatz beschrieben wird, ich halte es nicht für unmöglich. Gerade bei dem, was du hier so siehst, gerade die ganzen leeren Kondomverpackungen auf dem Boden, so Handschuhe, Kleidgelverpackungen, Taschentücher, alles Mögliche. Leute, schaut das. Guck mal, jetzt läuft hier hinten der Typ wieder zurück. Jetzt kommen hinter uns wieder zwei, einer mit Basecap. Mhm. Und die sind hier gar nicht, die sind ganz, ganz ungeheuer, oder? Mit den weißen Basecaps. Mhm, das sind die hier mustermäßig die Strecken ablaufen. Mhm. Mal schauen, ob uns vielleicht einer von denen noch anspricht. Glaub mir, wir werden die nicht tun. Also ich war zweimal hier, wir laufen nachher noch zur Anlage. Jetzt kommt er wieder. Man kann nur spekulieren, im Moment kann man auch keine genauen Aussagen treffen. Es kann natürlich sein, dass auch andere von diesem NSA-Stützpunkt gelesen haben und hier genauso einfach nur langlaufen. Ich meine, das ist hier eine bekannte Strecke so für Pendler nach Frankfurt und vielleicht... Der mag uns, ne?
mal, da ist es quasi genau dort, wo er herkommt, wieder hingelaufen. Oh Mann, das ist der nächste. Der war auch schon da. Ja. Kam jetzt 5 Meter in unsere Richtung gelaufen, hat uns wahrscheinlich hier reden sehen und hat wieder kehrt gemacht. Also wirklich auffällig. Sehr. Freust du dich auf die Anlage? Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja? Ich habe schon öfter mal so YouTube-Videos von ähnlichen Dingen gesehen. Und ich bin sehr gespannt drauf, das mal live zu sehen. Freue mich drauf. Ja, merkt ihr, dass er auch wie ich damals in dem letzten Video immer von links nach rechts guckt, wo jemand kommen könnte? Auch er fühlt sich ein bisschen beobachtet und ein bisschen unwohl in der Haut. Ja, das ist ein Schwulenparkplatz. S steht für Security. W steht für? Weiß nicht. U für unsichtbar. Und L für? Lebensbedrohlich. Oh, jetzt kommt die. Guck mal, die zwei haben übelst lang gequatscht, ganz ja, am Anfang. Die stehen bestimmt schon, also ungelogen, die standen schon zu zweit da, als wir hier angekommen sind. Da saß vorher noch einer am Baum. Die haben die ganze Zeit dort gequatscht und bewegen sich zu zweit in unsere Richtung. Bis eben habe ich mich von den zwei aber nicht beobachtet gefühlt, jetzt irgendwie schon. Man hat auch manchmal wirklich das Gefühl, manche laufen hier nur so ein bisschen zum Zeitvertreib von links nach rechts. Also jetzt nicht wirklich nur, weil sie sich mal die Beine vertreten wollen, sondern mehr oder weniger, weil sie auf was warten. Kommt mir zumindest so vor. Also einer läuft hier wirklich die ganze Zeit nur so im Kreis, der bewegt sich auch nur so im Umkreis von 50 Metern. Eben ist er mal ein Stückchen tiefer in den Wald reingelaufen, aber ja, ansonsten, der bewegt sich hier nicht groß weg, wie gesagt. Ist schon ein bisschen komisch. Also ganz ehrlich, ich fühle mich zwar ein bisschen unwohl, aber Sorgen mache ich mir nicht. Und genau aus diesem Grund, ich glaube, ich werde gleich für euch mal hier wen anquatschen und möchte einfach mal wissen, was die mir erzählen, warum hier so viele Leute unterwegs sind. Entschuldigung. Schönen guten Tag. Sie sehen so ängstlich aus, weil sie so suchen und so gucken. Alles okay bei Ihnen, ja? Ja, alles gut, danke schön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe jetzt gefragt, ob er irgendwie sich unwohl fühlt, weil er sich so rumguckt. Er sagte Quatsch, hat ganz nett gelächelt und mir auch alles Gute gewünscht. Ja? Entschuldigung. Warum hier so viele Leute in den Waldbahnen rauslaufen? Ja, weil die wichsen wollen. Wichsen? Ja. Was? Okay, danke schön. Klare Antwort. Okay. Okay, klar, weil die wichsen wollen. Der Typ war eben richtig creepy. Klare Antwort, ja, weil sie wichsen wollen, wenn sie im Wald reinlaufen. Aber er hat gelächelt dabei, ne? Ja, aber übelst creepy, Alter. Aber richtig creepy. So ein Typ, so. Boah, wenn du den in irgendeinem Film siehst, denkst du, das könnte der übelste Pedobär sein. Und dann ist er von spätes Grinsen so ein übelster Lauch. Ja, und dann in Jogginghose. Boah. Ich will jetzt mal fragen, was ob sie auch wichsen wollten. Ey, hast du eine Packe. Haben sie gerade auch gewichst? Ja, ganz direkt ins Gesicht. Also Leute, das ist auf jeden Fall Indizien, die für Sexparkplatz sprechen. Ich meine, der hat auch Deutsch gesprochen. Deutlich ist Deutsch gesprochen. Ja, aber vielleicht so ein krankes LKW-Klischeefahrer-Ding, ja. So, hey. Hier kannst du ein Stück im Wald rein, schwarz, wir jetzt ja einfach von der Palme und weg bist du. Ja, aber Digga, dann fick ich doch bitte im LKW. Da habe ich einen Laptop mit einem Bildschirm, ich mach die Vorhänge zu und gehe nicht in den scheiß Wald rein. Aber das beantwortet immer noch nicht die Frage, warum hier manche wirklich mittlerweile seit über einer Dreiviertelstunde einfach nur im Kreis laufen. Also, ja. Klingt doof, aber wenn ich irgendwo wichsen will, dann gehe ich hin, fertig und geh zurück. Tschüss. Was soll das? Oh, jetzt kommen wieder welche von hinten. Tolles Wortspiel, ganz ehrlich. Leute, der Herr, den ich eben angesprochen habe, kommt jetzt wieder. Wir parken sie jetzt, gehen schon mal ins Auto, bringen die Sachen weg, wechseln die SD-Karte und gehen nochmal hinten an die Anlage. Genau, los okay, geht's. Auf geht's. Aber das Coole ist ja, also lächeln können die alle.
fallen, wenn man geht. Boah, jetzt ist wieder ein bisschen ruhiger. Ja, ich habe meine Brille auf, ich will wichsen im Wald. Oh, da kommt uns direkt hinterhergelaufen, Leute. Oh fuck, ich muss aufpassen. Los, verfolgt man. Alter, hast du das gerade gesehen? Da hat einer mitten auf den Weg geschissen. Echt? Boah. Ich hab's nicht gesehen, Mann. Boah, ist das eklig, ey. Aber übelst dünne. Boah, für die Deibel. Ja. Aber mitten auf den Gehweg, gell? Ja. So, Freunde, SD-Kartenwechsel. Okay, Leute, also, wie gesagt, vorhin habe ich zwei Typen gesehen. Vom Outfit her sehr, sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Alle in einer kurzen, ockernen Hose. Nur die Shirtfarbe war anders. Wir haben alle ein Hemd an. Und vorhin waren es zwei, dann war einer verschwunden. Eben ist uns die ganze Zeit der eine begegnet, der hier wirklich im Zickzack gelaufen ist. Und jetzt kommt ein dritter. Die sehen sich alle verdammt ähnlich. Auch wieder ein weißes Käppi auf. Auch wieder eine kurze Hose. Und wieder so ein Hemd. Guck mal links, ob der noch guckt. Guckt er weg? Hast du beobachtet von links? Okay. Leute, ich finde halt, ja, also, wenn die gleichen Klamotten anhaben, vielleicht haben die sich verabredet zum Sex, mit Karawan und weißer Mütze. Ich habe ja eine andere Vermutung. Erzähl? Ja, hätte mich für bescheuert, aber ich glaube, die machen hier so Wachschichten oder sowas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr creepy, sehr, sehr creepy. Der schaut sich auch überall um, bevor er mal weitergeht. Wie gesagt, der kommt jetzt aus dem Wald raus, jetzt geht das erste Mal ganz in Ruhe irgendwo anders hin, tritt sich nochmal die Schuhe ab und jetzt ist gerade ein anderer mit einer weißen Mütze rein. Also ich glaube, die haben so hier mit diesen, nennen wir sie mal Sextouristen, die in den Wald reinlaufen, nichts zu tun. Aber was die hier darstellen oder ob die hier mit dem Ganzen irgendwas zu tun haben, es ist halt mega auffällig, dass es halt schon der dritte in so einer kurzen Zeit ist, die wirklich von der Statur sehr ähnlich sehen. Die haben alle so ein bisschen, die sind zwar recht dünn, aber die haben alle recht breite Schultern. Die haben alle so ein Hemd an, eine kurze Hose und immer dieses weiße Käppi. Das ist sehr, sehr, sehr auffällig. Aber ich weiß es nicht einzuschätzen, überhaupt nicht. So, Freunde, wir sind ins Auto eingestiegen. Wir haben einen ganz, ganz krassen Beobachter. Ja, einen ganz, ganz scharfen Beobachter. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch einen vierten Teil. Wir fahren jetzt mit dem Auto eine Runde, gehen auf die andere Seite des Rastplatzes, gehen dort in den Wald hinein und laufen über die Brücke an die Anlage heran. Das gibt es dann im vierten Teil zu sehen. Wir waren gerade ganz, ganz scharf beobachtet von einer Person. Das war dieser Herr in diesem weißen T-Shirt und Glatzkopf. Also der ist schon arg gut breit, ne? Und wir probieren jetzt einfach mal drum zu fahren. Das sieht einfach alles im dritten Teil. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben. Das tut mir leid, dass ihr wieder warten müsst auf den nächsten Teil. Und wenn es euch gefallen hat, wirklich einen Daumen nach oben. Was sagt ihr erstmal in den Kommis? Und würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Anlage wieder. Peace out, euer Paolo und euer Franz. Tschüss. Peace.